und einige Dinge falsch gesagt worden. Von wem? Okay, muss ich wissen. Ich glaube, dass ich schon an die richtige Adresse rede. Und zwar, es stimmt, dass das nationale Interesse, und jeder weiß, was dahinter steckt, im Autonomiestatut enthalten ist. Aber es stimmt, und das ist nicht gesagt worden, dass jetzt das nationale Interesse wieder in die Verfassung hineinkommt, und zwar als eigener Artikel. Und das ist die Wahrheit, und die Wahrheit muss man sagen. Steht das aber nicht schon im Artikel 5 der Verfassung drin? Bitte? Steht das aber nicht schon im Artikel 5 der Verfassung drin? Nein, in dieser Form nicht. Es kommt ein eigener Artikel, und zwar wird das nationale Interesse auf alles praktisch ausgedehnt. Und das Zweite, was ich sagen will, ist, ich war sogar, um dem Herrn zu antworten, ich war sogar immer für die Abschaffung des Senats, für die totale, weil es den Senat im Prinzip nicht brauchen würde. Nur wenn jetzt im Abgeordnetenhaus die absolute Mehrheit eine Partei oder ein Mann kriegt, dann ist ja kein Korrekturorgan mehr da. Und das Zweite, es ist einfach lustig, und da frage ich die Brader insgesamt, die Bevölkerung, warum wird alles zuletzt gemacht? Alles zuletzt gemacht. Der Renzi ist aufgefordert worden, unzählige Mal zu sagen, welches Wahlsystem? Nach den Wahlen. Das hat er gesagt vor den Wahlen. Dann hat er gesagt, jetzt nach den Wahlen. Warum wird jetzt in letzter Minute von Österreich ein Briefwechsel zwischen Italien und Österreich erfolgen? Man hätte, ich weiß davon, schon seit 1,5 Monaten, dass das vorgesehen ist. Der Briefwechsel? Ja, der Briefwechsel, den Renzi an die Regierung in Wien schicken wird. Und der Briefwechsel ist, und das kann ich als Kenner, glaube ich, sagen und behaupten, und ich trete für jede meine Behauptung auch den Wahrheitsbeweis an. Der Briefwechsel ist das Unterste, was es überhaupt gibt und bindet niemand und nichts. Und selbst eine diplomatische Note, die ist an zweiter Stelle, würde niemand binden, weil das Parlament, das müsste der Herr Blanker als Kollege eigentlich auch nach 3 Jahren wissen, bleibt immer souverän und wird sich diese Souveränität mit einer Zweidrittelmehrheit nicht rauben lassen. Und wenn sie angezweifelt wird, und da ist die Frage, was geschieht, wenn das Einvernehmen nicht greift, dann kommt es zum Verfassungsgericht. Und dann weiß ja jeder, was passiert. Aber das eine muss ich auch noch sagen, wir reden eigentlich um des Kaisers Bart herum. Denn der Landeshauptmann, den jeder kennt, der schon bei dem Flughafen Behauptungen aufgestellt hat, die einer kritischen Überprüfung überhaupt nicht standgehalten haben. In der Zwischenzeit sind 3 große Flughäfen, ich schweife nicht ab, nur einen Satz in dem Punkt, 3 große Flughäfen in Deutschland sind inzwischen bankrott gegangen. Darunter ein Flughafen einer 500.000 Einwohner zählenden Stadt, die Weltkulturerbe ist, also UNESCO Weltkulturerbe und so weiter. Jetzt werden wieder Dinge gesagt, die einfach haarsträubend sind und die für uns unglaublich gefährlich sind. Und da möchte die Brader aufmerksam machen und ich werde am Schluss den Grund sagen, warum ich nach Prag gekommen bin. Ich bin nirgendwo hingefahren. Im ganzen Land habe ich keine einzige Versammlung, keine Podiumsdiskussion besucht. Aber den einen Satz muss ich noch sagen. Weiß man, dass unser Landeshauptmann schriftlich in der Broschüre zur Feier des Pariser Vertrages, der ja bekanntlich sofort nachher verfälscht worden ist, weil der Gasperi ganz den Dinder dazu geschwindelt hat und wir dann in Minderheit waren und ein Finster, der Hans Dierkl als erster von der Regionalregierung aus Protest ausgetreten ist und ein Alfons Benedikt, der das als Finster immer auch bekämpft hat,
Jetzt sagt man, wortwörtlich, weil wenn man es nur sagen würde, dann wäre es nicht so schlimm, weil dann könnte man sagen, man ist missverstanden worden, aber man hat es geschrieben, dass wir wahrscheinlich die weltbeste Autonomie haben. Und das hat der Landeshauptmann Kompatt schon mit seiner Unterschrift beglaubigt. Jetzt, wenn irgendwo eine internationale Konferenz kommt, sagen wir, wir müssten wieder mal zur UNO, weil Italien das und das nicht hält, dann würde der italienische Delegierte das herausziehen und würde sagen, ich habe es die weltbeste, vielleicht die weltbeste, wahrscheinlich hat er gesagt, die weltbeste Autonomie, was fordert ihr denn noch? Und er würde einen riesen Applaus von den Delegierten kriegen. Und das Lustige ist das, dass es nicht nur nicht stimmt, dass wir die weltbeste Autonomie haben, sondern die Autonomie ist sehr löchrig. Es ist viel erreicht worden, aber es fehlt auf wesentlichen Gebieten, Schulautonomie zum Beispiel, fehlt praktisch alles, weil nur ein paar Verwaltungsbefugnisse delegiert worden sind. Und Abschluss, warum bin ich nach Prag gekommen? Ich bin nach Prag gekommen, und das muss ich nur sagen, weil ich im fernen Jahr 1968 habe ich keine einzige Versammlung im Finster halten dürfen, als Außenseiter. Und dann haben Freunde der Bauer und der Juchberger in Prag etwas organisiert und der große Kinosaal, der ungefähr 300 Leute insgesamt fasst hat, den es heute wahrscheinlich nicht mehr gibt, der hat meine Rede gehört und ich habe in Prag, und das ist die einzige Zahl, die ich mir gemerkt habe von 20 Jahren Parlament, aus dem ich freiwillig gegangen bin, ich habe mehr Stimmen gekriegt mit dieser einen Versammlung in Prag, wie die Finchgauer Kandidaten, wie der Roland Ritz, wie der Hans Dietl und so weiter. 636 Stimmen. Und ich bin gekommen, um den Enkeln und um den Söhnen und Töchtern dieser Leute, die mich so ausgezeichnet haben, stellvertretend von Herzen zu danken. Also das werde ich nie vergessen. Eine Verleihung von Prag. Jetzt natürlich, wie man auf Tiroler gesagt, alle liegen. Ne? Wenn das kein Kompliment für die Italiener ist. So, aber es war eine schöne Anekdote, schöne Erinnerung. So, gibt es noch Wortmeldungen? Herr Bucker, bitte. Sie können